Unstate, Frau Selfos, sie heißt dieser wunderschöne, riesengroße Rappwallach. Und er ist ein Verkaufswert von The Horse Seller. 6 Jahre jung und Stockmaß deutlich über 1,45 Meter. Ein großes, sehr kräftiges Pferd, sehr einfach zu reiten. Klar viergängig veranlagt mit hübschen Bewegungen in allen Gängen und vom Temperament eher im unteren Bereich angesiedelt. Also der lässt sich schon gerne vortreiben. Der wird nicht zu schnell. Das ist die Ruhe selbst, dieses Pferd. Und hier hat man gesehen, der geht am LKW vorbei. Hier ist nämlich gerade da, wo er herkommt, eine Riesenbaustelle. Und das hat er alle schon kennengelernt, die großen Baumaschinen, LKWs mit und ohne Ladung, klappernd und nicht klappernd. Da hat er schon richtig was mitgemacht. Und das macht ihm alles überhaupt gar nichts aus. Ein sicheres, komfortables, schönes Pferd, was auf jeden Fall für ungeübtere Reiter und ängstliche Reiter gut geeignet ist. Aber auch natürlich für jemanden, der Lust hat, ein bisschen mehr zu machen. Zum Beispiel im dressurmäßigen Bereich oder einen Abzeichenkurs oder vielleicht das eine oder andere regionale Turnier besuchen möchte. Dafür ist Unstain absolut geeignet. Ein wirklich schickes, großes Traumpferd. Und wenn er euch genauso gut gefällt wie uns, dann könnt ihr euch freuen, denn der kommt bald nach Deutschland. Kann aber natürlich auch bereits schon in Island oder direkt von Island erworben werden. Dafür könnt ihr euch melden. Die Daten dazu findet ihr oben im Video. Natürlich freue ich mich sehr, wenn euch das Video gefällt und ihr es liked und kommentiert. Denn wir freuen uns immer über einen regen und fairen Gedankenaustausch mit euch. Gerne könnt ihr den Kanal abonnieren und dann seid ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video posten, sei es ein Video aus dem Bereich A Day with a Horse Seller oder aber ein neues spannendes Verkaufspferd. With a professional writers. Oh. Like, and breaking in and stuff like that. Yeah, and happy writers, and so it's like always courses driving. Riding. Riding this winter a little bit. Yeah.